Hallo und herzlich willkommen, liebe Whisky-Freunde, liebe Metal Malt Maniacs, hier zum Whisky Club. An meiner Seite die Manuela. Hallo. Hi. Hi. Erzähl mal was über dein T-Shirt. Das ist heute kein Metal-T-Shirt. Nein. Das erkenne ich auf den ersten Blick. Ich habe mich heute für was anderes entschieden. Wie wir festgestellt haben, sind wir beide Dinos-Fan und Filme-Fan. Und das T-Shirt habe ich schon seit ein paar Jahren sicher mal. Und das ist ja eine Anspielung auf E.T. mit Jurassic Park. Genau. Beide Steven Spielberg-Filme. Genau, das fand ich super cool. Und richtige Klassiker. Ja, wir sind beide Filmfans. Wir lieben auch die 80er, vor allem die Filme aus den 80ern auch. Ne? Und natürlich E.T., klare Sache. Ich meine, mein Jahrgang. Jurassic Park kam ein bisschen später raus, aber ich finde, den könnte man auch noch so mit reinnehmen in die 80er-Klassiker. Und heute haben wir euch, schöne Überleitung, oder? Heute haben wir euch einen Klassiker mitgebracht. Wir bewegen uns mal wieder auf eine unserer absoluten Lieblingsinseln. Die Rede ist von der Insel Islay, an der Westseite Schottlands gelegen. Die Insel mit den tollen Destillerien, die so wundervolle, rauchige Whiskys produzieren. Und wir gehen heute zu Laphroaig. Mal wieder zu Laphroaig. Ne? Macht mich glücklich. Und das ist eine Flasche, tatsächlich, mit der es eine besondere Bewandtnis hat. Ich habe mir nämlich gedacht, da wir ja inzwischen zusammen sind, die Manuela und ich meine, manche von euch werden das wahrscheinlich schon mitbekommen haben, es ist ja auch jetzt kein großes Geheimnis, habe ich mir überlegt, ich bestelle ihr eine Flasche, die man so regulär eigentlich nicht im Handel bekommt. Und zwar ist die Rede von dem, ja, wie spricht man den aus? Laphroaig Cairdias, Cairdias, gälisch für Freundschaft. Mhm. Und das ist eine limitierte Abfüllung, die kommt jedes Jahr neu raus. Immer wieder zu dem berühmten Islay Whisky Festival. Wie heißt das nochmal? Fesh Islay. Genau. Ich habe gehört, dass man das Fesh lange E aussprechen muss, weil wenn man es nur kurz Fesh sagt, steht das nicht mehr für Freundschaft, sondern heißt Sex. Ja, und das, also. Ich meine, so eine Flasche Whisky ist natürlich schon... Ist ja schon fast Porno, sage ich jetzt mal. Passt, ja. Weil das ist Laphroaig halt. Ne? Also das Fesh Islay. Mhm. Ist dieses berühmte Whisky-Festival auf der Insel Islay. Und das so ausspricht. Ja, und da werden immer die neuen Cairdias-Abfüllungen präsentiert. Und die ist von 2020. Und ich zeige euch mal, ich habe diese Flasche extra gravieren lassen. Ich weiß nicht, ob man das gut erkennen kann hier oben. Ja, da steht vor Manuela, my love. Genau, und das hat sie zu Weihnachten bekommen, das Fläschchen. Und wie man sieht, es schmeckt ihr. Ja, wow, oder? Ja, ich durfte auch mal dran nippen, so ist es ja nicht. Da steht ja mein Name drauf. Genau. Dieser Cairdias ist so eine Abfüllung, der wird, glaube ich, immer von dem Master Distiller persönlich zusammengestellt, kreiert. In diesem Fall ist es eine Abfüllung aus Ex-Bourbon-Fässer und Portwein-Fässer. Und Portwein, genau. Was da steht, ne? Ex-Bourbon, Portwein, die werden miteinander vermählt und dann nochmal in Rotweinfässern, französischen Rotweinfässern nachgereift. Mhm. Ne, also man hat im Prinzip Ex-Bourbon, Portwein und Rotwein, so eine Kombination. Und dieser Rauch halt von Laphroaig. Also ich glaube für Menschen, die Laphroaig lieben und so sage ich jetzt mal auch Portweinfässer, Whisky mögen. Ja, ich glaube. Whisky ist perfekt. Klasse, ne? Wir haben ja kürzlich mal den Sherry Oak von Laphroaig getestet. Mhm. Den wir beide super fanden. Oh. Ne? Und hier haben wir jetzt einfach mal eine andere Kombination aus Portwein- und Rotweinfässern mit Ex-Bourbon vermischt. Das Ganze abgefüllt mit strammen 52 Volumenprozenten Alkohol. Nicht filtriert und nicht gefärbt, soweit ich weiß. Ja, und 52%. Ne? Genau, 52. Recht knapp. Schöne Trinkstärke, würde ich mal sagen. Ne? Also, das ist sowas, was ich unverdünnt auch zumindest erstmal probiere und dann, wenn ich merke, es ist mir zu scharf oder so, dann vielleicht noch mal ein bisschen Wasser nachgebe. Aber bei dem Fall, in dem Fall kann ich deutlich sagen, den kann man bedenkenlos so trinken. Der ist hervorragend, so wie er ist. Limitiert habe ich gelesen, aber ich weiß nicht, auf wie viele Stückzahlen die da kommen, wie viele Flaschen da dahinter stehen. Aber tatsächlich wird dann nächstes Jahr wieder die nächste
Kerdias Abfüllung rauskommen und so weiter. Ne? Also die sind einfach, das sind Jahrgangswhiskys. So. Und deswegen auch für Sammler eigentlich immer, immer interessant. Also ich habe schon davon gehört, dass Leute wirklich regelmäßig jedes Jahr sich ein Fläschchen davon besorgen und sich in den Schrank stellen und auf eine Wertsteigerung hoffen. Das heißt, ich hätte zwei haben müssen, eine zum Trinken und eine zum ja, im da, Schrank machen. Also ganz billig ist er nicht. Ne? Man bekommt ihn auch so im Internet, selbst wenn man kein Clubmitglied bei Lafroig ist. Aber dann zahlt man doch deutlich über 100 Euro. Ich habe ihn jetzt, darf ich das eigentlich verraten? Das ist ja eigentlich ein Geschenk gewesen. Aber ich habe dir den Preis sowieso schon gesagt. Ich glaube für 95 Euro. Inklusive Versand. Ist auch nicht ganz wenig, ne? Ist nicht ganz wenig, aber es ist natürlich eine besondere Abfüllung. Und es hat eine tolle Trinkstärke. Keine Altersangabe, das finde ich ein bisschen schade. Aber das Alter sagt ja auch nicht alles. Und wie gesagt, limitiert. Und mit diesen tollen Fässern finde ich den Preis, wenn der Whisky denn okay ist, absolut akzeptabel. Er ist okay. Er ist okay. Pass mal auf, ich halte euch mal das Glas hier in diese Kamera. Er ist auch nicht gefärbt, ne? Nee, er ist nicht gefärbt. Ne? Also das ist Naturfarbe. Sehr, sehr schön, finde ich. Wunderschöner Goldton. Das ist Naturfarbe aus den Fässern. Und boah, er riecht fantastisch. Ja. Also ich kann das jetzt schon sagen, ne? Ja. Während wir hier quatschen. Strömt uns hier ein fantastischer, rauchig-süßlicher Geruch entgegen. Sollen wir mal eine Nase reinhalten? Ja, sehr gerne. Dann machen wir das doch mal. Also ich muss sagen, ich bin manchmal so ein bisschen unsicher, was Nachreifung in Weinfässern betrifft. Ich finde, Weinfässer und Rauch verträgt sich nicht immer, aber in diesem Fall harmoniert das wunderbar miteinander. Ja, fantastisch. Also der ist richtig satt, schwer, rauchig, süßlich, fruchtig, der Geruch, unheimlich komplex. Mm, genau, ein Mix zwischen wirklich das Süßliche und Rauch. Tolle Nase, wirklich eine richtig angenehme, schöne Nase. Ich meine, da steht auch A Marriage of Sweetness and Smoky Peat Flavor. Ja, passt absolut. Ich meine, Lafroig ist ja eine der alten Distillerien, ne? Ist ja gegründet 1815. Und das Tolle ist, wenn man das mal so sieht auf Bildern oder wenn man selbst vielleicht schon mal da war oder so, diese Lagerhäuser von Lafroig, die liegen direkt am Meer. Die sind teilweise wirklich auch so richtig vom Meer umspült, ne? Da schlagen die Wellen hoch und ich habe immer so dieses Gefühl, das gibt diesem Whisky nochmal so einen extra Touch, Salzigkeit und Meerescharakter und Hammer. So. Ne? Ja. Ja, ja. Also das sind schon großartig. Ich kenne keinen einzigen Lafroig, der mich bisher richtig enttäuscht hätte. Nee, also, ich auch. Also ich meine, für mich hat ja, wissen ja alle mittlerweile, die Liebe für Whisky sowieso mit Lafroig angefangen. Aber ich habe auch, also ich meine, natürlich gibt es welche, die sind ein bisschen schlechter als andere, sage ich jetzt mal. Ja, das heißt logisch. Schlechter, sicher eigen Geschmacksempfinden. Hängt auch von der Preisstufe ab, ne, ja, aber wo man einsteigt. Auch nicht. Aber zum Beispiel der Einsteiger, Lafroig 10 ist ein wunderbarer Allrounder. Für halbe, also mit, was ist 35, 34 Euro? Irgendwie so um die Drehung. Also finde ich super auch. Ja. Es gibt viele Whiskys, die unter 40 Euro sind. Und für mich ist Altersangabe auch nie ein echter Garant für einen Hammer Whisky. Schon mal Kaolila ist für mich auch der 12er, mag ich auch lieber als der 18er. Und tatsächlich. Wobei, ich müsste vielleicht noch mal eine Flasche kaufen. Ich habe so das Gefühl gehabt, vielleicht stand der auch zu lange offen. Mhm. Als ich ihn dir mal aber ich hatte den auch schon mal in der Vergangenheit. Der war nicht so überzeugend. Ich bin normalerweise ein großer Fan der 18er, aber der Kaolila hat mich auch ein bisschen enttäuscht. Muss ich sagen. Also finde ich so einen 12er. Aber der hier zum Beispiel, also zumindest von der Nase her, vollkommen ausgereift. Mhm. Der ist nicht zu jung, der ist nicht zu alt. Wunderschönes Zwischenspiel zwischen all diesen Fassreifungen. Also ich probiere den jetzt mal. So, Slange, ihr Lieben. Zum Wohl. Zum Wohl. Boah. Ja, der enttäuscht mich nie. Krass. Ja. Also, viel besser geht's nicht, würde ich sagen. Er ist mächtig rauchig. Ja. Ja, also das auch kennt. Spricht dafür, dass da auch einige jüngere Abfüllungen mit drin sind, einige jüngere Whiskys. Mhm. Aber er ist nicht so unangenehm jugendlich. So, ne? Diese metallische Jugend hat er nicht. Er ist schön ausbalanciert, gerade mit der Frucht. Mit der Süße, der Säure. Ist perfekt. Dem Rauch.
Ist natürlich nichts für Leute, die Probleme mit Rauch haben, würde ich mal sagen. Ja, natürlich nicht. Weil da würde man auch niemals so erfolgreich. Er ist schon eine richtige Rauchgranate. Und ich bilde mir auch ein, dass er auch vom Rauch her kräftiger, intensiver ist als der Lafroy 10 Sherry. Ach oder? So, der Sherry. Der Sherry. Okay. Ja, Lafroy vielleicht ein bisschen. Sherry Cask, den wir ja getestet haben. Ja, vielleicht haben. Ein bisschen. Der kam mir etwas milder vor, etwas weicher. Der ist rauchiger, definitiv. Aber er ist eine Wucht. Das Ding ist eine echte Keule. Also ich mag ihn unfassbar gerne. Super. Und meine Lafroig ist schon ein Programm. Also wenn man keinen Rauch mag, dann greift man auch nicht zu Lafroig. Selbst wenn es jetzt in Portweinfässer oder wie auch immer gereift ist auch. Ja. Wenn man keinen Rauch mag, dann ist das auch nicht. Wirklich ein wunderschöner Whisky. Preis-Leistungs-Verhältnis muss jeder selber entscheiden, würde ich mal sagen. Also der kratzt so an den 100 Euro und das ist bei manchen wirklich schon ein Ausschlusskriterium. Die sagen, also viel teurer als 50 sollte es eigentlich nicht werden. Ja. Aber ich denke, das ist halt mal auch eine besondere Abfüllung. Das ist mal was Ungewöhnliches und für ein Geschenk. Da guckt man nicht so auf den Geldbeutel, sondern man schenkt von Herzen. Und ich habe geahnt, dass der dir schmecken würde. Du kennst mich ja auch ein bisschen wahrscheinlich. Ein bisschen kenne ich dich ja auch inzwischen, ja. Ja. Sollte man doch, oder? Seinen Partner wenigstens ein bisschen kennen. Ja, nicht schlecht. Oh, großartig. Also der hat auch, ich finde jetzt, einen ziemlich langen Abgang. Das Finish ist lang. Ich habe den immer noch auf der Zunge. Er ist unfassbar gut. Und dieses Zusammenspiel, wie gesagt, diese Harmonie gefällt mir. Das ist komplex, das ist nichts für Anfänger, will ich gleich dazu sagen. Also ein Anfänger ist da, glaube ich, überfordert. Aber für jemanden, der sich schon ein paar Jährchen schon mit Whisky auskennt und schon das eine oder andere probiert hat, ist das eine echte Empfehlung. Ich kann dir nicht mal sagen, was ich genau rausrieche. Das fällt mir auch schwer. Also ich habe lustigerweise, glaube ich, auf einer Seite gelesen, das Empfinden von Geruch und Geschmack ist ja bei jedem anders und teilweise findet man ja Bezeichnungen, wo man denkt, was? Was schmeckt da raus? Bei dem habe ich sogar gelesen, irgendwo einen Touch-Geruch von faule Früchte. Vielleicht faule Früchte nicht so. Faule Früchte so, und Räucherfisch. Räucherfisch habe ich auch gelesen. Faule Früchte und Räucherfisch. Also wenn euch das zusagt, dann seid ihr hier richtig. Nein, das ist jetzt gemein. Ja. Aber ich finde, solche Geschmackseindrücke sind ja super subjektiv. Und ich finde das in Ordnung, wenn jemand sowas assoziiert. Das hilft mir zum Beispiel weiter als diese normalen Tasting Notes, die so auf den Flaschen stehen. Ne? Also hier steht ja auch wieder drauf, nach was derer Meinung nach schmeckt. Und da kann ich nicht viel mit anfangen. Das sind so 0815 Beschreibungen. Ja. Aber wenn jemand sagt, faule Früchte und Räucherfisch, dann weiß ich, okay, Beuteschema. Dann will ich es haben. Dann will ich ihn auf jeden Fall mal testen. Ich meine, habt ihr das auch, dass ihr manchmal irgendwie lest und denkt, was? Es gab ja mal einen Whisky, der stand Geruch von Puderzucker oder Geschmack von Puderzucker mit irgendwie, keine Ahnung was. Und ich habe gedacht, Puderzucker ist so null aussagend. Irgendwie. Ja, Puderzucker riecht doch nach gar nichts. Ne? Es schmeckt, Zucker, es schmeckt süß, aber riechen? Und das war, glaube ich, ein rauchiger Whisky. Und ich habe gedacht, was? Ja, genau. Nee, schöner Whisky. Auf jeden Fall kein Fehlkauf. Ich muss jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt jedes Jahr die neue Abfüllung haben. So ist es nicht. Dafür gibt es noch viel zu viele schöne andere Whiskys, die man mal testen kann. Aber ich habe meine Bewertung schon aufgeschrieben. Sag mal, der Lafroig 10er Sherry, war der auch in der Preiskategorie wie der? Nee, ich glaube, der war ein bisschen günstiger. Der war günstiger, der war günstiger. Der war irgendwie, da hinten steht er, ich glaube, so bei um die 50. Okay. Wo ich auch sage, das ist der Lafroig Sherry ist einer, den würde ich wirklich auch dauerhaft gerne in der Bar haben. Ja. Weil der super ist und ein gutes Preis-Leistungs. Also ich finde, der hat schon eine leichte Ähnlichkeit mit dem, weil ich kenne ja beide mittlerweile. Ja. Nicht ganz, also der finde ich einen Ticken geiler, kann man das sagen. Ja. Aber es ist so halt natürlich auch wesentlich teurer als der andere. Und der andere fand ich auch. Genau. Ja. Sherry und Rauch zusammen, meine zwei Lieblingssachen, also schau. Gar nicht mal so schlecht. Schöne Kombi, Sherry und Rauch. Ich komme auch immer mehr da drauf. Früher war ich so der Meinung, nur Ex-Bourbon und Rauch passt zusammen. Inzwischen habe ich meine Meinung geändert. Ich finde tatsächlich die Sherry-Süße oder das Sherry-Aroma, sagen wir so, plus Rauch hat auch was. Mach mal. Zack, zack, zack. Ich überlege. Zack, 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 soweit sind wir. Kurz und knackig. Super schöner Whisky. Ja. Ja, also 3, 2, 1.
gebe ihm 94, du gibst ihm 93. Eigentlich könnte ich auch mehr geben, wenn ich ehrlich bin. Aber es ist... Nein, ist doch gut. Nee, ich meine, er ist schon... Auf jeden Fall sind wir beide über der 90 und das will ja was heißen. Ja. Das ist auf jeden Fall ein Kaufempfehlung von uns. Ja. Außer eben vielleicht der Preis, wo er einem abschrecken könnte, sage ich jetzt mal. Ich Nicht. Oder die Verfügbarkeit. Oder weil der auch im Laphroaig Store ja auch nicht dauerhaft verfügbar ist. Irgendwann sind die Flaschen weg und dann... Bevor man sich da jetzt irgendwie ins Internet begibt und den für, ich weiß nicht, 120, 130 Euro kauft, würde ich vielleicht dann eher das nächste Jahr abwarten und dann die neue Abfüllung kaufen. Wahrscheinlich so. Wie auch immer, ihr Lieben, ich hoffe, das hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Uns auf jeden Fall. Und dann würden wir uns freuen, wenn ihr nächste Woche wieder mit dabei seid. Ihr könnt gerne den Kanal abonnieren, uns ein kleines Like dalassen. Kommentare abgeben, was auch immer. Habt ihr eine Empfehlung vielleicht von den Kerdias-Flaschen, die noch besser sind? Die man sich vielleicht doch mal irgendwie genauer angucken sollte. Darüber sind wir sehr, sehr dankbar. Und ansonsten, dann sagen wir Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.